Es ist wirklich nicht schwer. Du hast verschiedene Elemente, dein Gegner hat Elemente und du hast Elemente. Und dann ist das Pokémon? ja ähnlich wie bei Pokémon. Und dann musst du halt gucken, welches Element es gegen welches Element besser und in der Hoffnung, dass du ein besseres Element hast. Was steht? So oft wie du stirbst, zweifle ich diese Aussage stark an. Das Problem ist Kaffee gerade. unterstrich Koffein. Das ist immer ein super Einstieg für eine Erklärung skeptischer Smiley. Wir haben hier ein skeptisches Meerschweinchen. Nee, das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist die letzte Phase, wo er uns einfach mal instant killt. Und ich gerade keine Ahnung habe, woran das liegt. Gibt es kein Schild für sowas? Ich habe ja einen Tank. Also Morag ist ja Tank. Und die hat auch gerade überlebt, nur der Rest nicht. Heißt, ich müsste gucken, dass er mehr Lebensenergie kriegt. Wie viel hatte Morag? Morag hat halt eine wesentlich höhere Abwehrkraft. Also sie hat eine höhere Blockrate. Er hier hat gerade mal eine Blockrate von. Ja, ich will ungern. Stärke. Geschick. Ich könnte Gorg nehmen, dann hat er auf jeden Fall mehr Lebensenergie statt Asami. Dann fehlt mir aber ein. Scheiß was drauf. So, und hier. Was? Hiermit würde ich. Nehme ich Dramak noch mit. At your service. Also. Stärke erhöht, Maximal-KP. Crit, Maximal-KP, Taumel, Maximal-KP. So, Anfangsharmonie, Klingentechnik, Ätherschaden, KP-Heilung. Okay. Ist das physischer? Nee, das ist kein physischer Schaden, den wir hier kriegen. Harmonie gewinnen. So, und du? Klingentechnik. Also Morag ist halt schon ein wahnsinnig guter Tank. Morag ist halt ein wahnsinnig guter Tank. Tora kann ich hier nicht mitnehmen, weil Tora hat nur Poppy. Der ist zu wenig. Kami unterstrich Koffein. Das Schöne ist ja, jetzt waren wir alle ruhig Smiley mit rausgestreckter Zunge. Ja, auf jeden Fall also. Wenn es euch interessiert, oben in der Leiste, wo sein Level steht, haben wir neben seinem Namen ein Zeichen. Dieses Zeichen bedeutet Dunkelheit. Da der Pfeil nach unten geht, heißt das, dass aktuell seine Schwäche Element Dunkelheit ist. Und
Das bedeutet, dass wir mit Dunkelblades jetzt mehr Schaden machen. Ich habe aber keinen Heiler als Dunkelblade. Da. Oh, ist so dumm. Und diese Attacke, dieses Eis, was jetzt um mich rumschwirrt, ist halt auch richtig kacke. Problem an der Geschichte ist jetzt nämlich, dass ich keine Heilung mehr verteilen kann. Das heißt, wir kriegen Schaden, ich kann aber nicht dagegen heilen. Ah, zu früh. Das, was ihr jetzt gerade nicht seht, weil ich da drüber sitze, sind halt die Attacken, die ich gerade die ganze Zeit mache. Du hast halt immer Auto-Attacken und Special Attacks. So, jetzt haben sie diese komischen Ketten um sich rum. Das heißt, ich kann aktuell mein Blade nicht wechseln. Fuck, ich sollte mich heilen. Also immer wenn sowas kommt wie Cyber Slash oder halt solche Namen, dann ist das immer eine Spezialattacke, die ich gerade mache. Dann gibt es halt noch die Ultra-Attacken. Das sind die, die ich hier an den Seiten, also jetzt zum Beispiel links steht Elektrofeuer, das wäre jetzt so eine Ultra-Attacke. Wäre doch Gold. Und je besser das Resonieren, also blau ist halt normal, Gold ist besser, desto schneller lädt sich dann wieder der Aktivitätsbalken auf. Und den Aktivitätsbalken brauchst du halt, um deine Spezialattacken einzusetzen. Sowas zum Beispiel. Und dann hast du da oben, das seht ihr jetzt auch nicht, weil da das eine Overlay drüber ist, noch ein Teambalken. Und mit dem Teambalken, wenn der voll ist, kannst du sowas hier machen. Das ist dann ein Kettenangriff. Hier. So, und jedes Mal, wenn ich einen Break habe, kann ich noch eine Runde machen. Da hab ich nicht. Okay. Jetzt brauche ich noch einen Break. No! Doch, oh puh, ich habe schon gedacht, das ist kein Break. So, Pyra. Pandaria. Percival. Also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann ist das Spiel schon extrem komplex.
Der hier zum Beispiel ist jetzt, hat die Schwäche von Feuer. Das heißt, ich sollte am besten die ganze Zeit mit Feuer gegen ihn kämpfen. Naja, also gefühlt hat dieses Spiel einfach jede Spielemechanik, die jemals irgendwo mal entwickelt worden ist, integriert. Komplett alles. Doch, gibt es ja. Es gibt ja Schilde. Also du kannst halt Tank spielen, aber das Problem ist, du hast da keine Möglichkeit, alle mit zu schilden. Im Sinne von, hier, keine Ahnung, wie ein Priester. Kannst du nicht. Du kannst halt nur gucken, dass du möglichst die Aggro auf den Tank ziehst. Indem du deine eigene Aggro runterziehst. Lol. Heilen, 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 heilen. Was ist denn mit euch da hinten los? Macht doch mal was. Was steht? Aber das bringt ja nichts, wenn der ein Hit AOE zündet, oder? Ja, deswegen, da muss ich jetzt einfach gucken, dass bei den anderen die Blockrate auch höher geht. Und hoffen, dass ich in dem richtigen Moment das richtige Blade draußen habe. Mehr kann ich da nicht machen. Das ist ja mein Problem. So, Gorg. Aber du hast das hier ganz normal. Du hast DDs, du hast Heiler, du hast Tanks als Blades. Die kannst du dann untereinander ganz normal... Was? Nein. Wenn man sich da einmal reingefuchst hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert. So, okay. Zack. Ich habe nämlich gesehen, er hat schon wieder ein Element. Okay, eins hat er. Nia. Ist wenigstens etwas. Pandaria. Pyro. Ich will endlich diese Kacke fertig kriegen, weil ich habe Hunger. Ich will was essen. Lol, wie soll ich denn da hinkommen? Ich muss halt einfach nur drauf aufpassen, dass ich
schaue, dass alle immer voll Leben haben. Mehr kann ich eigentlich nicht machen. Ich kann mich schon wieder nicht heilen. Fuck, das war dumm. Weil ich mich eh nicht heilen kann. Jetzt kann ich aber ein bisschen heilen. Die große Heilung will ich mal aufheben. Ich muss die große Heilung einfach aufheben. Shit. Alle aufgeladen. Hallo? Hallo, kommt hier mal bitte. Danke. Auf. Okay. Not good, not good. Warum geht ihr denn immer auf mich? Das ist doch kacke. Heilen, 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 heilen. Beide. Ich finde es ja schon mal gut, dass Malos uns so lange in Ruhe lässt, wie hier die kleinen Viecher, also die da sind. Au! Das war nicht geil. Oh, oh, kommt er jetzt... Wieso ist der jetzt schon wieder so nah? Das gefällt mir nicht.
Okay, ich kann wieder nicht heilen. Das wäre doch gelacht. Es ist halt gerade schade, dass er nur ein Element hatte. Norma wechseln und niemand sterben. Ja, ich bin ja gerade auf Norma. Also Pneuma oder Pneuma, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Das Problem ist bloß, das kann ich nicht immer machen. Pritchett. Einfach nur noch kurz überleben. Ey, das gibt's nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach auf ihn hier gehe. Nee, ich komm. Doch. Dass ich einfach weiter auf ihn rumklöppel. Auch wenn es nichts bringt. Ja, ein bisschen Schaden mache ich, ne?
Ah, okay, 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 okay. Alle haben überlebt, bis auf... Aufhelfen und... Komm, 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 heilen. Jetzt haben wir die Scheiße ein. Hami unterstrich Koffein. So, ho, ho. Es ist nicht mehr viel. Ich sehe halt gar nichts. So, und dann... Okay, komm. Und? Und? Ich wollte gerade ein böses Wort sagen, ich tue es aber nicht. Jetzt ist es geschafft. Ja, es ist geschafft, Katzi. ED ist vollbracht und jetzt die 200 Stunden DLC. Nee, das DLC hat irgendwie nur 10 oder 15 Stunden. Das ist nicht so lang. Nur. Ja, aber ich finde, dafür ist es doch ganz geil. Also für ein DLC. Das ist ganz gut. Aber ich würde, glaube ich, gleich erstmal was kochen. Ich habe nämlich voll Hunger. Wuhu. Da fehlt er. Aber der Kampf ist kürzer als bei Kingdom Hearts. Ja, kürzer als bei Kingdom Hearts. Oh, Handy ist aufgeladen. Nice. Was steht? Adios, Klaus. Tschüss, Klaus. Ah, habt ihr das gehört? Warum geht das schon wieder nicht? Ah. Nein, es ist immer noch nicht drin. Der Hausmeister hat sich noch nicht drum gekümmert. Was denn? Ich habe noch einen Sound, der in den Bot hochgeladen werden muss. Ja, dann musst du mir den geben. Das hast du der habe ich da ja noch gesagt, wo Nein, der liegt. Hast du nicht. Ach, dann sag mir, wo ich den hinlegen soll. In die Nextcloud, da wo du es letztes Mal auch hingepackt hast. Wait. Malos. If only I'd met you sooner. Just think of the worlds I might have seen. But even so... If I had been your driver, all of this... Kids say the damnedest things. There was only one driver for me. All... In all, it wasn't so bad. Fällt der Anzug ab? Nee, er geht in Sternenstaub auf.
He's finally found it. Lady Mari. A meaning to his life. Indeed. Frankly, I'm a little jealous. After all, most people go their whole lives without finding theirs. I wonder if I'll find mine. You've got one already, haven't you? And if what you've got isn't enough for you, well, you can always leave things to the next generation. You've got a point. Surprisingly enough. Nächste Generation. Deswegen hoffe ich ja, ich hoffe, dass nochmal ein dritter Teil rauskommt. Basti? Das denken leider alle beim Klimaschutz auch. Und auf einmal ist alles scheiße. Hups, damit konnte ja keiner rechnen. Hase, der ist seit 3 Monaten da drin. Nein, hast du nicht. At this rate, all of Elysium will collapse. What? Since the conduit disappeared, the power holding Elysium together was cut off. What's gonna happen when it crumbles? Nope, der fehlt. Everything above this point will either orbit the planet or be flung into space by centrifugal force. However, everything below this point, the world tree itself, will fall apart on top of all rest. No, that can't. The impact would destroy. There has to be a way to stop it. There has to be a way. Please. Mithra! There is one way. Basti? Dafür arbeitet der auch regelmäßig. Anders als Stream-Ende-Personen. Ich arbeite auch regelmäßig, hallo? 40 Stunden die Woche. Und mehr. Look, I haven't got a clue about boosters or velocities, but... I'm gathering that we gotta get there, and fast. Basti? Ja, aber nur jede zweite Woche. Okay. Ist doch gar nicht wahr. Let's hurry. Ist überhaupt nicht wahr. Azurda, Poppy. What did you say? Poppy could not possibly. Please. You're the only ones I can ask. But... Poppy. You promised. Didn't you? That pillow belt. Please. Ich mag es nicht, wenn Poppy traurig ist. Hami unterstrich Koffein. Wie war das mit Plot? Ja, genau. Wobei dieser Plot ist noch sehr bedeckt. Wir haben schon schlimmeren Plot gesehen. You're a real piece of work. Ja gut, jetzt müssen wir nur noch eben die Welt retten, aber es ist kein Endkampf mehr oder so. Basti? Ich hoffe, die sterben alle. Nein. Warum?
What is this? Waschte, damit das Ende kürzer ist. Wir haben ja gesehen, wie das aussieht, wenn alle sterben. Nicht so gut. Und dann fange ich einfach wieder von vorne an. Mithra, what are you doing there? Where's the control room? Mithra! You can't mean. Hami unterstrich Koffein. 104 mal Smiley mit rausgestreckter Zunge. Ja, der Hausmeister ist gerade beschäftigt. Er kümmert sich darum, dass das Snake ihm Alert hochgeladen wird. Er kümmert sich drum. Mithra! The only way to stop the World Tree's collapse is to use the last of Ion's power and annihilate the World Tree. I'm sorry, it is the only way. You all need to use one of the escape vessels. Snake, Snake, get as far Snake. Away as possible. What? The last of Ion's... Mithra, what are you doing? It'll be fine, right? You'll deal with the World Tree, then come back, right? Wait, just wait, I'll come with you. Damn it, there's not enough wire. I got it. Poppy? Poppy? It's not okay. Poppy cannot. What do you mean you can't? Poppy made promise. Mithra say that Rex for sure ask Poppy. Say not help Rex, no matter what. What kind of promise is that? Please, I'm begging you. All you gotta do is take me over there. The rest of you can just... Rex. Come on. Please. She's right there. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, auf Japanisch wäre das richtig übel. Rex. Gramps. Sometimes... A man must know. Yamero! Yeah. Why? Why? Do it for her, Rex. Do as she asks. Gramps! Chum, how long are you planning on being a baby? She's the girl you love. You got to accept her decision. That's what being an adult means. Ich finde das gerade sehr traurig. Aber ist okay, wenn du lachen musst. Ich finde das trotzdem sehr traurig. Stunden und dann sowas. Ich mag das nicht. Rex, Rex. Und Nia denkt sich so, yes, ich habe gewonnen, ich kriege ihn. Steh. Nochmal eine ordentliche Ladung platt, bevor es vorbei ist. Ja gut, bei Nia ist nicht so viel Plot. Guck dir das an. Mithra. Rex.
Poor Crystal. You'll be fine without me now. Mitra. Wasch dich. Werf weg. Brauchst du nicht mehr? Ach komm, gib bestimmt eine schöne Kette. Also kleines Loch rein, Kette durch, um den Hals gehangen. Hübsch. Er ist halt ein Mann von Welt. Er muss sich auch so kleiden. Ich muss mal eben Nase putzen. Ciao. Weil sie die einzige ist, die diesen riesigen Roboter, den wir gerade bekämpft haben, steuern kann. Und dieser Roboter ist der einzige, der genügend Stärke und Kraft hat, um diesen Weltenbaum davon abzuhalten, auf den Planeten zu fallen. Also, was sie jetzt halt tun muss, ist diesen Roboter zerstören, damit das oben alles abgesprengt wird und der Weltenbaum nicht mehr umfällt. Rex, I'm so glad to have met you. Our time together was short, a fraction of my long, long years. But it's been warmer and brighter than any time I can remember before. You shone a light on my melancholy path. You showed me the way. So tell me, how was it? Do you really want to know? Well, endlich vorbei. Nur noch 2 Stunden Videos. Ja, ich weiß nicht, ob wir die 14 Stunden Cutscenes jetzt schon durch haben. Jetzt sind das halt nur noch so kleine Teile. Das ist aber nicht so wild, wenn die runterfallen. Ein bisschen windig, ne? Was steht? Ack. So mehr oder weniger, Katzi. So mehr oder weniger. Suit me best. Gramps! We're heading down.
Everybody grab onto something. Weil sie ihm gerade... Er ist ja gestorben. Titanen wie Klingen haben aber eben so ein wiederkehrendes Leben. Das heißt, er ist ja eigentlich nur zurück in seine ursprüngliche Form, in diese kleine. Und Mithra hat ihm aber die Kraft in seinen Kernkristall gegeben, dass er sich jetzt wieder normal verwandeln kann. Also er ist jetzt wieder ganz normal in seiner ursprünglichen Form wie vorher. So sah er nämlich am Anfang aus, bevor er gestorben ist. Ja, da hatte er das aber noch nicht. Und Mithra brauchte die Kraft, um zu kämpfen. Sie konnte da ja nicht... Sie wusste ja nicht, wie schlimm es wird. Ach, du hast doch keine Ahnung. Plötzlich und unerwartet. Nee, so unerwartet ist das nicht, wenn man gerade eben in der Cutscene aufgepasst hätte. Wieso bin ich frech? Der Hausmeister sagte, bin ich frech? Ich bin noch nicht frech. Look. Wir machen den Baum kaputt. Titans. They're joining with the land. Nein, sie verbinden sich, haben wir ja gerade gehört. It's true. I think I see what Klaus meant by restoring the world. Gramps? Vashti? Super. Jetzt können wir leichter Krieg führen. Hier. Hier. Elektroschrott. We're finally here. Vashti, guck mal, Rex, es regnet Mithra. Wie gemein, es regnet Mithra. Nein. Kann ich das überspringen? Oh no, ich kann es nicht überspringen. Wisst ihr was? Ich wollte es gerade überspringen. Ich baue drüben schon mal was auf.
Oh, mein Magen knurrt so. Ich habe so Hunger. Wir werden gleich mal was kochen. Deswegen baue ich jetzt mal eben drüben Küche und so auf. Ich lasse euch einfach mal hier mit dem Abspann. Das ist nämlich mega super dolle interessant. Verstehe. So. Wenn das jetzt nicht YouTube war, habe ich den Magen gehört. Das war mein Magen. Ich habe voll Kohldampf. Das war mein Bauch, Entschuldigung. Mist, ab jetzt Challenge 24 Stunden. Nicht mehr entschuldigen. So, ich gehe mal drüben ein bisschen was aufbauen.